des Hohen Rats von Haven City. Wirst du hier mit für deine Schandtaten gegen die Bevölkerung und deine abscheulichen Verbrechen auf Lebenszeit ins Ödland verbannt. Das bedeutet den Tod, Vigar. Gibt es keine andere Lösung? Der Anspruch wird abgelehnt. Diese dunkle Eco-Spinne ist gefährlich. Setz die Ladung ab. Das ist ein Skandal. Mir fehlen die Worte. Obwohl, ich muss doch was sagen. Nicht alle stimmen diesem lächerlichen Urteil zu. Ja, wir protestieren. Oh, ihr wollt ihm Gesellschaft leisten. So empört sind wir dann doch nicht. Leb wohl, Jack. Bleib aus der Sonne. Trink viel Wasser, wenn du es findest. Jack. Geh zurück zur Stadt, Dex. Tut mir leid. Der Rat ist zu mächtig. Ich konnte nichts dagegen. Ich weiß. Bleib ja am Leben, hörst du? Das ist ein Befehl. Man wird dich finden. Versprochen. Mögen die Precursor dir gnädig sein. Dexter! Bedank dich bloß nicht. Ohne mich würdest du hier ja keine Sekunde überleben. Okay, du Held. Du hast uns hier reingeritten. Jetzt hol uns wieder raus. Ach, was sind wir doch für ein Team. Brechen wir auf. Aber wohin? Da lang! Oh, ich vermute, du weißt, wo es lang geht, hä? Besser als du, Krummschnabel. Gehen wir einfach. Das war deine bescheuerte Idee. Nein, das war deine. Sowas fällt doch nur einem Spatzenhirn wie dir ein. Gehen wir mit ihm. Gemeinsam sind wir stark. Du meintest wohl, gemeinsam sind wir tot. Ich fasse es nicht, dass die Stadt uns hasst. Wir haben diese Penner gerettet. Jack, die Stadt ist geteilt. Und die neuen Crimson Killbots haben den Hauptteil des Industriegebiets unter Kontrolle. Die machen meine Leute fertig. Die Garde hat einen neuen Anführer. Wir versuchen herauszufinden, wer das ist. Ich habe leider noch mehr schlechte Nachrichten. In einem der anderen Stadtteile hat sich eine Horde überlebender Metallschädel breit gemacht. Wir haben Kordach zerstört. Scheinbar haben die stärksten Metallschädel überlebt. Der Kampf um die Stadt hat soeben begonnen. Die Leute geben dir die Schuld, Jack. Genau. Gute Idee, Jack. Zeit für ein Nickerchen. Nur ein paar Minütchen. Ich fühle mich wie ein Brathut. Der Palast. Lagebericht! Sieht schlimm aus. Die Stadt ist ein Schlachtfeld. Killbots haben das Industriegebiet eingenommen. Und die überlebenden Metallschädel haben sich auf der Westseite verstärkt. Und wir haben Verluste an allen Fronten. Der Rat hält heute Abend eine Krisensitzung ab. Und zwar wegen dir, Jack. Sieht nicht gut aus. Sie glauben, die Metallschädel sind durch dich und Crew in die Stadt gekommen. Du glaubst es doch nicht, oder? Das Geschehene ist geschehen. Im Moment greifen Metallschädel den Palast an. Sie suchen etwas und ich habe keine Ahnung... Sieht aus, als hätten die überlebt. Gott so. Der Sender, den wir geortet haben. Woher hast du den? Wir nehmen sie mit. Los geht's. Es zieht ein Sturm auf. Ja Leute, und damit heiße ich euch sehr herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt Jack 3. Ja, nach dem Bestehen von Jack 2 Renegade, dazu Link unten in der Beschreibung zu meinem Let's Play Projekt von Jack 2 Renegade, geht es jetzt hier mit Teil 3 weiter, auf dem ich mich so gefreut habe, dass wir den jetzt spielen. Unfassbar. Ja, ich habe hier schon mal getestet, alles toller, top, super schön. Wir starten direkt durch. Und los geht's. Mega. Ich bin sehr gehypt. Ich freue mich. Oh.
Das tut gut. Bist es doof. Ah, zurück von den Toten, was? Und meine Mönche wollten schon für euch beten. Ich bin Demos, König von Spargos. Spargos? Aber außerhalb der Stadtmauern lebt niemand. Keine ganze Stadt. Ach ja, wir sind die Vergessenen. Haven Citys Abfall, entsorgt und zum Sterben zurückgelassen. Genauso wie ihr. Nun, wo wir euch gerettet haben, gehört euer Leben dem Volk von Spargos. Und das werden wir ausnutzen. Wenn es denn überhaupt was taugt. Hey, klingt nach einem miesen Handel. Ihr seid nicht in der Position zu handeln. Hier draußen ist man entweder nützlich oder überflüssig. Beweist euren Wert, oder die Wüste wird euer Grab. Du solltest wirklich mal an deinen Umgangsformen arbeiten. Im gnadenlosen Ödland zählt nur Stärke und Überleben, sonst nichts. Wir werden bald sehen, was ihr taugt. Trainiert hart und beweist euch in der Arena. Nur die Tapfersten kriechen wieder heraus und dürfen in Spargos bleiben. Ist eigentlich ganz einfach. Was passiert mit denen, die nicht wieder rauskriechen? Das wäre so, als hätten wir euch nie gefunden. Dachte ich's mir doch. Seid gegrüßt, Bürger von Spargos! Willkommen in der Arena des Todes! Hier erleben wir, wie andere sich vor Aktionen machen. Erneut werden hier zwei Neulinge um die Ehre kämpfen, bei uns bleiben zu dürfen. Heißen wir sie willkommen, Jack, und ein widerliches sprechendes Tier! Pekka, hier bist du. Wo warst du? Demus sagt, ich werde sein neuer Berater. Er sagt, meine Weisheit soll ihm dienen. Ach ja, und Demus sagt auch, dass ihr zwei bestimmt heute in der Arena sterbt. Und er hofft, dass euer Tod sehr, Hör auf damit! Demus kann für sich selbst sprechen! Richtig. Ihr werdet sterben. Und ja, Pekka ist mein neuer Ratgeber. Im Gegensatz zu euch schätzt man hier meine Talente. Mein neuer Job ist einfach. Aber all diese Kämpfe... Oh, kein schöner Anblick. Du mieser Kla... Eröffnet! Die Spiele! Alles klar. Das erste, was wir machen werden, nachdem das Speichern vorüber ist, vor kann ich nicht aus dem Menü. So. Wir schalten die Untertitel aus. Ja, Spieloption, Untertitel aus. Das stört nur. Ansonsten gucken wir kurz Inventar. Nix an Fahrzeuge, nichts an Morphwaffenmodifikation, nichts an Panzerung und nichts Kräfte des dunklen Jacks oder des hellen Jacks. Und keine Gegenstände. Ja, so ist's. Bestenliste. Satellitenspiel. Ja, also hier haben wir einige Bestenlisten. Missionen. Absolviere Trainingsstrecke in der Arena. Okay, Karte. Sehr schön. Geheimnisse. 600 Precursor Orbs. Jo, so ist das, ne? Gut. Los geht das. Oha, da muss ich mal ein bisschen nachpegeln. Das ist ziemlich lauter Spiel. So, jetzt habe ich kurz nachgepegelt. Hab über die Einstellung von Jack 2 aus dem Let's Play Projekt übernommen. Und jetzt müsste das ungefähr hinhauen. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben frisch Jack 2 Renegade abgeschlossen. Und für die Leute, die es interessiert, zu dem Let's Play-Projekt unten in der Videobeschreibung der Link zur Playlist, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ja. Aber jetzt geht's hier weiter mit Jack 3 und ich bin so froh. Dieses Spiel jetzt hier mit euch spielen zu können, ein Spiel meiner Kindheit. Ich habe das so gerne gespielt. Das war mein absoluter Lieblings-Jack-Teil. Fand ich am besten. So, und jetzt machen wir hier einfach mal das Beste draus.
geplant sind immer so um die, ja, 12 bis maximal 15, manchmal auch 20 Minuten. Das ist dann aber abhängig von der Mission und vielleicht einem Dialog. Ansonsten immer so um die 12 bis 15 Minuten. Die Wettkämpfer waren erfolgreich. Sehr richtig, die Champs. Genau wie du es bei mir gelernt hast, Jack. Jeder schafft so ein paar mickrige Hüpfer. Jetzt tretet ihr gegen lebende Gegner an. Die Materieformer ausrichten. Arena für die Schlacht bereit machen. Arena für die Schlacht bereit machen. Das sagte ich gerade. Ich weiß, ich wollte nur, du weißt schon, wie du das mit den... Egal, Kämpfern fertig machen. Heißt das, wir sollen gegen echte Leute kämpfen? Mit echten Waffen? Die uns echt wehtun wollen? Egal, sollen sie kommen. Okay, mir reicht's. Ich will auf seine Schulter. So. Einmal will ich noch kurz nachgucken. Wegen Untertiteln. Ich hatte das Gefühl, die haben doch eben ausgemacht. Wieso haben wir jetzt wieder Untertitel? Das verstehe ich nicht. So. Untertitel aus. So. Können wir einmal speichern, damit er das übernimmt. So. Also Leute, das ist wirklich das Spiel schlechthin aus meiner Kindheit. Mega coole Erinnerungen damit verbunden. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele damals. Ich freue mich einfach, dass wir das spielen. Oh. Haben sich alle gerettet. Ne, der nicht. Was sonst? Hey, geh weg so. Okay, er wird immer wieder der dunkle Jack. Kann ich nichts gegen machen. Es ist auch, wie gesagt, also es ist echt lange her, dass ich Jack 3 wirklich intensiv gespielt habe, ne? Das muss ich dazu sagen. Ne, macht er mal wieder. Er wurde vom dunklen Echo berührt, werter Herr. Der Junge hier wird echt fies, wenn man ihn zu sehr reizt. Also reiz ihn nicht. Kleiner Hinweis. Ah, er ist also gefährlich. Das könnte uns nützen. Dein Mut hat dir ein Kampfamulett eingebracht. Wenn du noch 2 Kämpfe in der Arena gewinnst, dann darfst du in Spargus bleiben. Mit diesem Pass kannst du in der Stadt ein- und ausgehen. Aber Vorsicht! Außerhalb der Mauern bist du schutzlos. Die Wüste kennt kein Erbarmen. Und für deinen Sieg bekommst du einen Waffenbooster. Oh ja, das ist ja mal was. Hey, und was krieg ich? Nichts, wie üblich. Du hast die Blaster-Modifikation erhalten. Sehr cool. Finde ich sehr gut. So, hat auch ungefähr mit den 15 Minuten fast hingehauen. Bevor wir hier weitergehen mit ihm schnacken, machen wir das aber im nächsten Part. Also seid im nächsten Part wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.